Wer gehört eigentlich zum Arbeitgeber Niedersachsen? Der Arbeitgeber Niedersachsen ist vor allem eines: vielfältig. Rund 240.000 Beschäftigte verteilen sich auf mehr als 2.000 Dienststellen. Zu diesen Dienststellen gehören unter anderem die obersten niedersächsischen Landesbehörden. Hierzu zählen etwa die Staatskanzlei, die Landtagsverwaltung, aber auch die unterschiedlichen Ministerien. Mit dem niedersächsischen Finanzministerium, dem niedersächsischen Justizministerium, dem niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung oder dem niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz seien nur einige genannt. Jedes Ministerium verfügt auch über ihm nachgeordnete Behörden. Dies nennt man dann Ressort. Allein zum Geschäftsbereich des niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport zählen zum Beispiel die Behörden der niedersächsischen Polizei oder das niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz. Dass Institutionen wie die Staatskanzlei oder die verschiedenen Ministerien zum Land Niedersachsen und damit zum Arbeitgeber Niedersachsen zählen, hast du bestimmt gewusst. Auch die Schulen, die Finanzämter, die Justizvollzugsanstalten und die Gerichte zählen zu den bekannteren Dienststellen. Aber es gibt auch einige Bereiche, bei denen man die Zugehörigkeit vielleicht auf den ersten Blick nicht direkt vermuten würde. So sind beispielsweise die Landesmuseen, das Oldenburgische Staatstheater oder das Niedersächsische Landesgestüt in Celle auch ein Teil des Arbeitgeber Niedersachsen. Vielfalt ist hier also Programm und so breit gefächert wie die Institutionen, die gemeinsam den Arbeitgeber Niedersachsen formen, sind auch die vielen Karrieremöglichkeiten. Neugierig geworden? Dann informiere dich jetzt unter www.karriere.niedersachsen.de.